ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video und halt, stopp, dranbleiben, jetzt gibt's eine Ankündigung. Und zwar darf ich euch heute endlich von einem Projekt erzählen, in das ich eigentlich seit einem halben Jahr involviert bin, beziehungsweise nicht nur ich, sondern meine Mutter auch noch dazu. Und zwar haben wir, haltet euch fest, eine Lesung organisiert. Genau genommen sogar nicht nur eine Lesung, sondern 24 verschiedene Lesungen mit 24 verschiedenen Autoren. Das Ganze läuft unter dem Titel 24 Stunden, wir lesen für Frieden, Respekt und Toleranz und wird am 29.09. und 30.09.2018 in Neubrandenburg in der evangelischen Schule St. Marien in der Schredezer Straße 6 stattfinden. Kontaktdaten gibt es unten zum Nachlesen nochmal. Wir hatten Inspiration durch verschiedenste Veranstaltungen. Ich lese sehr gerne, meine Mama engagiert sich seit Jahren für den Frieden und es gibt einfach nichts Wichtigeres in Zeiten wie diesen, sich gemeinsam für eine Sache stark zu machen, in dem Fall für Frieden, Respekt und Toleranz. Und deshalb haben wir diese Veranstaltung ins Leben gerufen, um einfach gemeinsam mit euch da draußen zu sensibilisieren und Leuten Hoffnung zu machen und gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Und darauf freuen wir uns einfach nur wahnsinnig. Als die Idee am Anfang des Jahres stand, haben wir natürlich E-Mails verschickt. Wir haben wirklich bestimmt 100 Leute angefragt. Wir haben unendlich viele E-Mails geschrieben. Wir haben Sonntage damit verbracht, wirklich in Verteiler zu gehen, E-Mails zu schreiben, Leute zu aktivieren in unserem Umfeld, Freunde von mir zu aktivieren. Ja, und wir haben 24 verschiedene Beiträge mit Autoren, Bloggern und Vortragenden aus ganz Deutschland bekommen, worauf wir ziemlich stolz sind, muss ich ja mal so sagen. Und um das Ganze für euch da draußen noch ein bisschen attraktiver zu machen, es sind Leute, die teilweise auch von meinem Kanal sind, es sind Verlagsautoren, es sind deutschlandweit bekannte Blogger dabei. Zum Beispiel Dominik Stalder, Petra Demi-Meinecke, Carola Wegerle, Larissa Schwarz oder auch der fabelhafte Chris Jakobsen. Das sind jetzt nur 5 von 24 Leuten, die wir eingeladen haben und wir würden uns wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr uns da draußen auch einen Besuch abstatten würdet bei dieser Veranstaltung. Denn es gibt wirklich nichts Wichtigeres, als sich gemeinsam für diese Sache stark zu machen, für den Frieden, auf die Straßen zu gehen, Leute zu sensibilisieren, gemeinsam in Kontakt zu kommen und natürlich auch, wie in unserem Fall, eine Menge Spaß zusammen zu haben. Es wird die ganze Nacht durchgelesen. Es werden wirklich richtig coole Beiträge dabei sein. Und wenn ihr genaueres erfahren wollt, wer noch dabei ist, wie das Programm ausschaut und vielleicht auch ein bisschen Werbung für uns machen wollt. Da ist Facebook, da ist Instagram. Folgt uns, macht was Cooles, macht gerne eure Leute darauf aufmerksam. Kommt natürlich gerne alle vorbei, wenn ihr in der Nähe wohnt, wenn ihr Zeit habt an diesem Wochenende. Es ist alles ein Heidenaufwand, aber ich glaube, es wird eine richtig coole Veranstaltung und genau deshalb machen wir das auch, um gemeinsam Spaß zu haben, um sich für eine gemeinsame Sache stark zu machen und einfach wirklich sich gemeinsam für Frieden, Respekt und Toleranz einzusetzen, denn wir können später sagen, wir haben was gemacht. Wir sind nicht da und saßen nicht untätig rum und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Deshalb kommt gerne vorbei, habt euren Spaß, bringt Leute mit, macht eure Bekannten darauf aufmerksam, dass diese Veranstaltung stattfindet und wir sehen uns im September. Tschüss!